Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, es geht weiter mit der Volksfräse vom Onkel Phil. Und draußen ist Nacht. Ihr seht es nicht, hinter mir ist eigentlich ein Fenster. Draußen ist dunkel, draußen ist Nacht, alle schlafen. Aber das ist die beste Zeit, um eine Fräse zu bauen. Ja? Finde ich auf jeden Fall so. Deswegen, und hier habe ich meine Ruhe. Alles wunderbar. Es ist wie gesagt in meinem Hintergrund ein bisschen finster. Ich hoffe, die Strahler reichen soweit aus. Wir wollen auf jeden Fall mal weitermachen. Das Portal hatte ich ja schon im Alleingang ohne euch gemacht. Verzeiht. Aber dafür wollen wir jetzt den restlichen Rahmen gemeinsam anfangen. Um das nochmal zu wiederholen, ich bin ja nicht in meiner Werkstatt, ich bin jetzt in der Garage. Und die ist etwas weiter weg, also die ist nicht unmittelbar an meinem Haus. Deswegen habe ich hier leider auch kein Internet. Deswegen kann ich jetzt hier nicht mit dem Laptop und einfach hier das Video nebenher laufen lassen. Ich habe es mir gefühlt 800 Mal angeguckt. Keine Frage. Aber bei den Download-Plänen sind die Pläne als PDF einmal mit dabei, was ich super finde. Die werden wir auch brauchen. Das heißt, wir haben hier einmal vom Grundgestell und vom Portal und natürlich noch für jeden anderen Kranz hier mit Teileliste und was, wo und wie, damit ich hier nachgucken kann, wo ich welche Schrauben brauche. Denn Video hin oder her, auch hier ist nicht immer alles erwähnt, deswegen, aber dann müssen wir durch. Ich habe mir das Zeug schon mal ein bisschen parat gelegt, damit ich auch jetzt alles da habe, wenn ich es dann bauen möchte. Und im Endeffekt brauchen wir hier zweimal die langen Aluschienen. Dann brauchen wir die kurzen, die kommen dazwischen rein. Wir brauchen hier so Abdeckkappen, die waren in dem Set mit dabei von, wenn ich mir die Namen immer merken könnte, Alcom. Da wo ich die Aluprofile her. Ist übrigens über den Link. Ja? Also, wie gesagt, wir bauen ja die Volksfräse vom Onkel und da habe ich mich so direkt dran gehalten. Wir brauchen hier einmal diese Verbinder, das ist eigentlich auch so das mit das teuerste, was ihr braucht, nennt sich Automatikverbindungssatz, die wir mal einige brauchen. Dann brauchen wir Nutensteine, das sind die Nutensteine, also hier steht alles drauf. Das hier ist der Plan von jetzt, das ist übrigens so der Gesamtplan, hier unmöglich zu lesen. Aber hier ist die ganze Fräse drauf mit der kompletten Teileliste. Und das ist eigentlich ganz gut, um immer mal einen Überblick zu haben. Aber jetzt brauchen wir eigentlich nur für das Grundgestell erstmal. Wir brauchen, wie gesagt, diese Nutensteine. Ich erwähne es nur einfach mal. Das sind die Nutensteine 6 Steg M5. Ich habe mir da ein paar einfach abgezählt. Dann habe ich immer einen Überblick, ob ich wieder was vergessen habe. Ist normal nicht meine Art. Aber bei etwas... komplett neu und vor allem, wir machen ja ein Video und das ist wie immer, wie alle meine Videos, ein One-Take. Deswegen gibt es bei mir eigentlich auch keine Fails, weil ich quatsche da einfach weiter. Ja? Das ist, wie gesagt, ich schneide am Anfang und am Ende immer den Start weg, wenn ich hier in der Gegend rum um die Kamera laufe und mich einrichte. Aber ansonsten ziehe ich das einfach so durch. Hopp oder top. Und ich baue das Ding auch nicht auseinander, wenn ich kurz vorm Ende irgendwie wieder Quatsch mache. Sondern, ja, das machen wir einfach. Wie gesagt, wir brauchen die Nutensteine. Davon habe ich ja, kaufe ich glaube ich, 100 Stück oder so, oder 50. Dann brauchen wir diese Winkel. Die kommen in die Ecken. Wir brauchen Schrauben, Inbus, Schrauben 5×12. Die habe ich hier mal ein bisschen parat gelegt. Also die gleichen. Das hier sind die Blöcke, die unten reinkommen, die Füße. Das Ganze steht ja auf 6 Füßchen. Und es kommen diese Krawallmänner hier an die Seite. Die werden wir auch verbauen. In dem Zug gleich hoffe ich, dass ich mein Werkzeug noch irgendwo in der Nähe habe. Das brauchen wir nämlich. Habe ich noch gar nicht verraten. So, aber alles zu seiner Zeit. Mit was fangen wir an? Wir fangen am besten mit diesen Seitenteilen an. Damit ich mich zumindest gedanklich ein bisschen an Video orientieren kann. In die Ecken kommen diese Automatikverbinder. Und zwar werden die hier seitlich eingeschraubt.
Und dieses Teil besteht im Endeffekt aus drei Teilen. Einer Schraube, dann so einem dicken Gewinde mit Loch und einem Nutenstein. Der ganze Trick besteht eigentlich darin, man schraubt dieses Teil hier oben rein. Hier rein. Die Schraube sitzt dann da drin und dann kann man von der anderen Seite den Nutenstein eindrehen und dann kann man das hier fest einlegen und mit dem Imbus festschrauben. So der Plan. Klang im Video alles voll easy. Ich hoffe, das ist auch so. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schraube ich erstmal diese Dinge komplett hin. Was ihr gesehen habt, das soll wunderbar funktionieren mit einem Torx. Das heißt, ich nehme jetzt hier dieses Teil und das hat vorne einen Stern drin und den kann ich mit einem Torx, oh ja, nagelt mich fest, da steht wahrscheinlich wieder nichts drauf, doch, CRVT30. So. Also, der kommt hier rein und dann kann ich das Ding hier reinschrauben, aber wir sollten natürlich die Schraube nicht vergessen. Sonst mache ich alles doppelt. Okay. Jo. Also so sieht das Ganze hier dann aus. Dieses Gewinde sitzt hier drin. Ich habe nicht vorgebohrt, kein Gewinde vorgebohrt, einfach hier reingeschraubt. Dann ist da diese Schraube drin. Und jetzt kann ich an diese Schraube diesen Nutenstein setzen. Warum gehört er? Ja. Genau. Mit der flachen Seite zu meinem Aluprofil. Alles andere würde irgendwie keinen Sinn machen. So. Und das mache ich jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal auf D2. Und soweit ich gesehen habe, wir brauchen davon insgesamt 32 Automatikverbinder. Das heißt, wenn ich das hier jetzt schon 1, 2, 3, 4, 8 Mal mache, dann habe ich ja nochmal, um Gottes Willen, 24 übrig. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das heißt, die muss ich komplett auch mit diesem Verbindungssatz hier bestücken. Und zwar hier alle 4, hier allerdings nur 2, denn auf die andere Seite kommen die Winkel. Würde ich sagen, ich schraube das jetzt alles mal zusammen und den Rest zeige ich euch dann. So, haben wir doch glatt einen Akku aufgebraucht, aber ich muss sagen, ich würde es nicht missen wollen. Also,
Ging sehr gut rein an sich. Hier und da mal ein bisschen streng, muss man halt gegenhalten. Ihr habt gesehen, wie immer das letzte Teil, wenn man denkt, das mache ich noch schnell, das haut einem dann um die Ohren. Ist halt scheiße. Nein. Also, hier haben wir jetzt überall diese Dinger drin und die können dann hier drauf gezogen werden und können dann mit dem Inbus im Endeffekt stramm gezogen werden. Ja, die kommen da überall unten dran. Das werden wir aber erst nachher machen, denn ich glaube im Liegen, beziehungsweise wenn sie noch nicht auf den einzelnen Beinen steht, ist es nachher einfacher zusammenzubauen, denn ich muss ja jetzt diese Zwischendinger hier noch einbauen. Und da müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten an dem hier. Das heißt, hier kommen noch die schönen Winkel hin. Und für die Winkel brauchen wir, da ist mit dabei, Winkelbefestigungssatz nennt sich der Spaß. Schauen wir mal. Winkelsatz 630 x 30 ZN. Ja. Da wissen wir alle, um was es geht. Besteht im Endeffekt aus diesem Winkel. Einer Linsenkopfschraube. Und einem Nutenstein. Nutensteine kann man nie genug haben. Nein, das ist nicht laut. Streich das, lösch das. Kommen hier im Endeffekt rein. Und dann werden die auch hier mit aufgeschoben. Ich mache jetzt mal links und rechts den rein, den Nutenstein. Ich hoffe, ich kann das nachher so möglichst problemlos draufschieben. Also ich mache das jetzt mal so, Schraube in die Mitte und dann die Nutensteine. So schaut es im Übrigen auch aus der Zeichnung aus. Irgendwo. Ja, ich habe es irgendwo so gesehen. Genau. Also das Ganze stecke ich jetzt mal einmal hier rein. Ob es da einen richtig oder falsch rum gibt bei den Nutensteinen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das hat mich zumindest mal niemand damit belehrt oder behelligt und ich habe auch nichts dergleichen gelesen, ob die jetzt mit der langen oder mit der kurzen Seite nach vorne oder nach hinten reingesteckt werden. Ich mache jetzt diese Winkel, das sind 8 Stück, hier 2, da 2 und das gleiche nochmal bei den anderen. Überall Schraube rein, Nutenstein rein und dann können wir es schon zusammenbauen. So, die Teile werden soweit beisammen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, hier haben wir diese Automatikverbinder und hier haben wir die Winkel dran. Ich habe es noch nicht festgezogen, denn wir müssen das ja jetzt hier irgendwie reinfriemeln. Aber zuvor, auch hier, müssen wir noch was anderes tun. Oder sollten wir. Ob jetzt müssen oder sollen, weiß ich nicht. Wir machen es einfach. Denn hier diese Seitenteile müssen noch die diesen. Das hier sind, damit ich nichts Falsches sage, Linearführungen SBR16 mit 1,20 Meter Länge, also die 1200er. 2 Stück, die kommen hier an die Seite hin. Eine links, eine rechts. Ihr seht es nicht. Ich baue die hier oben auf. Und die werden im Übrigen genauso wie am Portal befestigt. Das heißt, wir haben hier Nutensteine, Nutenstein 6 Steg M5. Das ist also dieser Nutenstein. Und die Schraube dazu ist eine M5 x 12 Inbusschraube. Was alles so in einem Plan steht. Auch wenn man eigentlich planlos ist. Die hier kommt von oben rein, Nutenstein von unten dagegen. Ja, es funktioniert genauso beim Portal, wenn ihr das baut. Und also die kommen jetzt hier einmal der Länge nach rein. Ihr könnt, ich mache das jetzt so und fädel das dann ein. Ich sage jetzt mal wie bei der Gardine. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr fädelt hier alle Nutensteine ein und schraubt es dann nacheinander fest und schiebt es dabei weiter.
ich weiß nicht, was besser ist. Beim Portal hat es super funktioniert. Ich hoffe auch hier, ansonsten mache ich es nochmal anders. Ja. Also, ich schraube mal. Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wir haben die zwei Stangen hier drauf. Wie gesagt, ob das die schnellere oder langsamere Methode ist, das weiß ich nicht. Bei der ersten hat es ein bisschen mehr gehackelt als bei der zweiten. Bei der zweiten ging es ganz gut. Denn dann, wo es gehakelt hat, ist eigentlich nur dann, wenn ich den Nutenstein schon zu streng angezogen hatte und er etwas schwerfälliger in die Schiene rein ist. Beim zweiten war das ein bisschen lockerer und zack, ist das da reingeflutscht. Jetzt müssen wir sie ausrichten und zwar von der Höhe her auf dieser Seite und diese hier allerdings genau andersrum. Ich kann hier nicht von unten messen, denn die Werkbank hier ist nicht ganz eben und vor allem müssen wir natürlich irgendwann das Ganze auch noch mal richtig einstellen. Aber die groben Maße sollten natürlich schon mal passen. Und wo habe ich mein Streichmaß? Da ist es. Das heißt, ich fange jetzt mal mit einer an. Hätte ich jetzt mal die hier genommen und hätte die mal hier gerade angebracht. Das kann ich noch im Liegen machen. Schauen wir mal, hier mal 3, das ist auch, hier mal 5, ne? Das ist zu viel. 4 und 4, 4, 1 haben wir hier. Passt schon. Wir machen jetzt mal hier möglichst mittig. Schraube ich jetzt mal eine fest. Und jetzt übernehmen wir hier das Maß von ganz vorne. Einmal nach ganz hinten. Schauen wir mal. Jawohl. Ah, okay. Also ich sehe, wir müssen in der Mitte ein bisschen nachdrücken. Das heißt, hier gehen wir auch. Nee, reicht noch nicht. Mal hier. Mal sollten die nicht verzogen sein, aber auf die Länge. Man weiß es nie. Jetzt passen auf jeden Fall alle Abstände von vorne bis hinten. Aber schon nötig, dass wir da in der Mitte nochmal nachgezogen haben. Gut, die erste Schiene haben wir und jetzt habe ich ja hier nichts verändert. Das heißt, wenn ich ja hier entlang gehe, habe ich durchgehend das gleiche Maß, die gleiche Höhe. Und jetzt machen wir das gleiche, nur
Von dieser Seite aus. Ich könnte natürlich auch einfach das Ding umdrehen, oder? Seht das falsch? Also ich drehe das um, mache genau das gleiche und drehe es dann nochmal um. Zweimal gedreht, gibt einmal Plus, oder? Würde ich mal so unterschreiben. So, schauen wir mal, dass wir hier auch die 4 haben. Jawohl. Ich bezweifle zwar, dass es auf diesen Millimeter ankommt am Schluss, aber es sollte ja ungefähr passen. Jetzt drehen wir hier mal so ganz leicht an, die schon mal nicht mehr hin und her kann. Schauen wir mal. Also. Das wäre jetzt hier die erste Höhe. Das hier die zweite. Dann werden wir auch hier mal dazwischen gucken. Ah, hier sieht es perfekt aus. Aber hier braucht es nichts. Es war scheinbar nur die eine. Die hat nicht viel. Also wir reden hier um Zeitungspapierdicke. Aber das wäre etwas, was man später natürlich beim Fräsen sieht. Unter Umständen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es noch nicht. Noch fährt es nicht. Also. So. Die zweite Schiene ist auch dran. Und jetzt ist ja die Seite, die ich gemessen habe, muss jetzt nach oben. Das heißt, ich muss es noch einmal wieder zurückdrehen. Wir können das Ganze jetzt, glaube ich, auch einmal testen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier anlege, einmal außenrum. Jawohl. Hier sind wir auch gleich. Passt perfekt. Inwieweit sie jetzt sich selber gerade ausrichtet, weiß ich nicht, denn wie schon gesagt, der Tisch ist nicht Plan, den habe ich selber mit dem Handhobel nach Augenmaß abgerichtet. Das heißt, da sind noch genug Wellen drin. Deswegen werden wir den unter Umständen nur mal grob verschrauben. Und auf dem anderen Tisch, der auf jeden Fall gerade ist, dann fertig einrichten oder beziehungsweise aufrichten. Jetzt kommen die Winkel zwischen rein, beziehungsweise diese Streben hier zwischen rein, die wir hier schon vorbereitet haben. Eine hier. Oh, sehe ich, bin nicht mehr im Bild. Als ob ich das hier war. Muss gerade gucken. Der Tisch wird zu klein. Oder die Kameraeinstellung wird falsch. Aber ich glaube, wir ziehen nachher eh schnell um auf den anderen Tisch. Dann kann ich die Kamera noch einrichten. So, was passiert jetzt? Ihr seht auf dieser Seite, ich zeige es euch. Ich hebe einfach mal hoch. Wir haben ja hier diese zwei Automatikverbinder und hier diese zwei Winkel. Und dementsprechend schieben wir das jetzt hier einmal drauf. Wenn ich das Ganze jetzt verkehrt herum aufbaue, also gleich jetzt drehe, habe ich ja eigentlich bessere Karten, um die Füße nochmal anzubringen. Und dann kann ich das einmal rumdrehen und da drauf stellen. Ich glaube nämlich, dass das Ding echt schwer wird. Und ich glaube, das machen wir auch. Das Ding kann ja liegen bleiben, aber ich hole jetzt mal dieses Teil, wobei das hier auch so bleiben könnte natürlich, weil ich habe ja beide Höhen eingerichtet, beziehungsweise ich kann natürlich später ja beide Höhen nochmal ausrichten. Aber jetzt steht das Ganze für mich gedanklich auf dem Kopf. Das heißt, hier kommen meine Füße drauf
Ja. Ich glaube, so machen wir es. Füße nochmal weg. Ich schiebe jetzt mal hier diese Winkel rein und die Automatikverbinder. Dann kriegen wir schon mal einen kompletten Rahmen. Gucken, ob das so funktioniert. Ja. Man braucht mehr Hände. Wie bei allen technischen Sachen ist immer von Vorteil, ein Oktopus zu sein. Aber diese Automatikverbinder, die sind schon. Also wer sich das überlegt hat, das ist eine coole Sache. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Solange es denn funktioniert. Solange es denn funktioniert. Nein! Okay. Die Notensteine sind ja auf der einen Seite länger und auf der anderen Seite bündig. Ich habe es jetzt natürlich wieder so eingefädelt, dass die lange Seite nach außen zeigt und übersteht über den Alurahmen. Das heißt, ich kann es nicht bündig zusammenschrauben. Also noch einmal raus und mit der langen Seite vorne weg da reinfriemeln. Das etwas schwieriger ist, denn die lange Seite ist widerspenstiger, weil die sich eher bewegen will. Aber jetzt, wenn wir das so machen und so. Es sind nur zwei. Boah, ich muss nachher bei den Füßen ja vier. Ja, wobei es sind auch immer nur zwei gleichzeitig. Das ist mein Trost. Meine Güte. Das erzählt einem wieder keiner, wenn man sich, wenn man schließt, eine Volksfräse zu bauen. Was filigran ist hier. Ja! Jetzt aber schnell, schnell festschrauben. Zumindest mal grob befestigen, damit die auch ja nicht weg können wieder. Also, solche Eier hier. Ja, den ziehen wir jetzt mal grob an, hätte ich gesagt. Also ich glaube tatsächlich, dass sich das Ding komplett in den Winkel zieht, wenn man die dann festschraubt. Ich glaube, das kann nicht aus. Ich glaube, das muss einfach dann genau in diesem Winkel. Und es kann dann später gar nicht anders sein. Zu den Formverbindern. Also hier seht ihr nochmal lange, kurze Seite. Also die sind ja so, auf der einen Seite geht die Schraube rein, auf der anderen Seite ist dieser Poppel. Ich habe es so rum gemacht, dass im Endeffekt die lange Seite noch hier über das Alu hinausgepackt hat. Was natürlich völliger Quatsch ist. Deswegen hat sie nochmal raus müssen. Aber an sich, es funktioniert. Es funktioniert. Es ist ein bisschen tricky. Aber es funktioniert. Jetzt mit welcher Seite fangen wir denn jetzt am besten an? Wenn ich das jetzt hier herlege, dann schiebe ich das da drauf. Aber ich kann es unmöglich gleichzeitig da drüben drauf schieben. Ich mache es jetzt da drauf und schiebe dann das andere Teil von unten und oben separat. Die Stange ist so schwer, da kriegt das Teil immer Übergewicht. Wirklich so. Also das liegt auch nicht gerade auf hier. Die Winkel sind natürlich super einfach, weil die in beide Richtungen sich noch schieben lassen. Aber jetzt kommt wieder der. Ach. Und gleich noch einmal. Boah. Ja. Wer sagt's denn? Also ich darf sie noch gar nicht so fest anziehen, denn wir müssen ja drüben auch noch rein. Und ich bin mir sicher, etwas Spiel tut gut, das wir haben. Schraub sie bloß so ein bisschen an, dass ich hoffe, dass sie zumindest nicht mehr rausrutschen, sondern eher dann vielleicht nur verkanten, aber nicht mehr in der Eigenbewegung irgendwie abhanden kommen. Geh mal gerade außen rum. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch seht. Wahrscheinlich nur noch meine Hände. Das sind aber jetzt auch wurscht.
Wir müssen es da reinziehen und unten. Ich glaube, ich muss da drüben auch nochmal aufmachen. Das ist so eine unmögliche geometrische Form, glaube ich, hier. Das hat sich so einer überlegt. Oh, jetzt ist da raus. Mensch, Mann! Was ist denn das? Ja, jetzt. Und jetzt wieder mit den Dingern nach vorne. Ja, aber was ich machen kann, ich kann jetzt das hier noch weiter einfach durchschieben. Ich glaube, das ist genau so. So. Nur so funktioniert. Das heißt, jetzt mache ich den hier rein, schiebe dann das ganze Ding einfach weiter durch. Lichtenstein, 2, 3. Also das ist auch nichts. Da ist man dann irgendwo im Schrauben. Und dann ist der Lichtenstein zu weit eingeschraubt schon, als dass man dann in die Führung einfädeln könnte. Jetzt habe ich hier überschoben. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen. So, ich glaube jetzt, ja, also vorne habe ich überschoben. Das seht ihr jetzt natürlich wieder nicht, ist super. Genau so war der Plan. Und jetzt hobeln wir hier noch die letzten Dinger rein. So muss es sein, ja. Einer raus, einer flutscht. Einer raus und der andere rein. Das ist. Das ist wie zwei Pudel in der Badewanne halten. Das ist ja echt. Ja! Jetzt aber schnell ein bisschen anziehen. Also, ihr seht, wir kommen mir hier seitlich im Endeffekt mit einem. Imbus, am besten die mit diesen runden oder abgerundeten Kopf. Da kann man ein bisschen schräg ansetzen und dann kommt man ganz wunderbar hier rein und kann das festziehen. Schauen wir mal, also hier ist alles bündig. Das ist wunderbar. Macht gar nichts. So, seht ihr noch alles? Dann muss ich die Kamera noch mal ein bisschen umausrichten. Ja, ich glaube so. So geht's ganz gut, oder? Nee, jetzt seht ihr wieder meinen Kopf nicht. Na gut, wer will den sehen? Aber ohne Kopf ist auch nichts. So sieht das Ganze jetzt aus, der ganze Rahmen. Es geht. Ist schwer und er wird gleich noch viel schwerer. Ich glaube, es macht gar nichts, wenn man hier die Alu leicht nimmt. Das Gewicht kommt durch die Nutensteine, die man hier braucht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme mal ein Wochenende Zeit, Freitag bis Sonntag, habe alle Teile da. Ich träume von Nutensteinen. Eindeutig. Absolut. Ich habe tatsächlich in meinem Leben bisher noch nie einen Nutenstein verwendet. Ich wüsste auch gar nicht, wofür ich den jetzt gebraucht. Ah, okay. Also sie passen nur in eine. Ja, klar. Das ist ja eigentlich auch verständlich. Meine Güte. Ignoriert einfach, was ich tue.
Wir fädeln den jetzt hier auf. Das wird der mittlere Klotz. Der kommt in die Mitte. Das heißt, wir haben hier 1,28, wären also bei 64 die Mitte. Wäre dann ungefähr hier. Müsste passen. Dann haben wir hier 61 und da 61. Jawohl, 61 ist das Maß. Und dann kann ich die jetzt ringsrum, die kann ich wenigstens jetzt schön von oben schrauben, wenn ich die Schraube treffe. Dann machen wir die Füße gleich hin, alle Sechse, und dann ist das Thema erledigt. Und dann kann ich die umdrehen und kann sie dann darüber stellen. Sollte es jemals ein Erdbeben haben, ich werde mich unter dieser Fräse verstecken. Eindeutig. Soweit, so gut. Mir ist jetzt noch eins aufgefallen. Ich werde sie irgendwann nochmal so ein bisschen überhängend stehen lassen müssen, denn ich habe hier unten noch gar keine Gewinde drin und ich möchte sie später von unten durch die Platte natürlich festschrauben. Und es gibt hier diese tollen Eckverbinder und dann habe ich mir gedacht, das mache ich gleich so, dass ich die... Das ist ein Mittelteil, ist mir klar, komm mal an die Ecke. Dass ich die hier unten reinbaue, weil ich halte hier hin, schraube das Teil hier fest, kann hier durchbohren und dann unten durch die Platte durch das hier ansenken und habe trotzdem noch einen schönen Fuß und vor allem wie eine Schablone, wo meine Füße nachher hinkommen, wo ich denn überhaupt bohren muss. So war mal mein Plan. Damit das aber funktioniert, wie gesagt, muss hier natürlich noch ein Gewinde rein. Das fehlt jetzt noch. Ich will aber weitermachen. Deswegen werden wir jetzt hier... Ich will unbedingt das Portal drauf setzen. Und ich glaube, das schaffen wir noch. Ich räume mal kurz den Tisch frei, denn ich möchte das jetzt alles da drüben machen. Denn wenn das Portal da drauf... glaube ich, wird die so schwer, da kann ich die dann alleine nicht mehr tragen, vor allem, weil sie halt auch dementsprechend lang ist. Ich hoffe, das geht noch so, wie sie jetzt ist. Und dann steht die schon mal da drüben und die Bohrungen werde ich machen, indem ich einfach die Ecke über den Tisch ziehe oder unter Umständen mir hier einen Sägbock unterstelle, sodass ich die über die Platte, also an der Platte vorbei und dann einfach von unten das Gewinde reinschneiden kann. Die Gewinde schneide ich ja im Übrigen, man sollte es nicht, auch wieder mit dem Akkuschrauber, mit einem Maschinengewindebohrer. Deswegen geht das relativ gut und das kann ich auch mal kurzfristig vom Boden aus erledigen. Ja? Also ich räume hier mal kurz weg und dann tragen Sie rüber. Ihr werdet es bemerkt haben, der Tisch ist leer und ich habe die Kamera mal umgebaut, damit ihr hier mehr seht, denn vorher standet ihr ja noch gut 2 Meter weiter da hinten. Und da hättet ihr wahrscheinlich wenig erkannt. Ich hole euch nachher vielleicht auch nochmal einen Ticken näher her, wenn wir das Portal montieren. Hier liegt der Rahmen. Den werden wir jetzt mal schauen, dass wir den da rüberbringen. Also mit dem Portal hätte ich wahrscheinlich keine Probleme gekriegt. Aber so sieht das ganz wunderbar. Also. Bisschen wackelt er, ha? Bisschen wackelt es. Ob das jetzt am Tisch liegt? Die Tischplatte eigentlich getestet gehabt. Damit ihr euch das gleich mal vorstellen könnt, wie das dann mal werden soll. Guck mal, gerade hier sind meine coolen Druckteile. Quietschgrün,
PETG. Und im Endeffekt können wir gleich mal gucken, ob das hier überhaupt hingeht, wie ich mir das vorstelle. Das geht wunderbar. Du wirst allerdings relativ weit hinten haben, dass ich auf einer Seite so ein bisschen Ablagefläche habe, denn ich finde, Ablagefläche kann man immer ein bisschen gut gebrauchen, wo ich dann, wenn er noch einmal schnell ein Werkzeug hinlegen kann, vielleicht kommt hier auch der Laptop hin, wer weiß. Ich finde, das sieht schon, das sieht eigentlich schon ganz kommod aus so. Also ganz gerade ist er nicht, der Tisch, aber ein bisschen Spiel hab ich hier und da. Und? Was sagt ihr? Also ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Hier vorne bei den mittleren Füßen fehlen mir noch die Unterleger, wobei ich tatsächlich momentan denke, ich werde hier keine diese Unterlegplatten drucken, sondern werde hier auch einfach so einen Eckverbinder drucken und werde den hier auch unten reinbauen. Dann bin ich auf jeden Fall sicher, dass ich auf allen Seiten exakt die gleiche Höhe habe und vor allem, im Endeffekt kann ich das wunderbar anschrauben. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die noch nicht genau angeguckt, weil ich bisher noch keine gedruckt hatte von denen oder habe, ob die auch die Befestigungsringe haben, ansonsten mache ich die da auch hin. Ich glaube, das ist mit ganz praktisch. Dann kann ich das Ganze nach unten spannen und dann kann man das Ganze dann auch dementsprechend einmal ausrichten, von den Schienen her, dass das wirklich alles auf beiden Seiten exakt parallel läuft. Ja, wir müssen noch ein bisschen was an dem Z-Portal vorbereiten. Ich drehe euch noch einmal ganz kurz rum. Denn wir müssen noch auf der einen Seite auf jeden Fall schon mal die Lager einbauen. Und ich hole es gerade mal rum. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ihr mich seht. Jetzt seht ihr mich auf jeden Fall wieder. Obacht auf die Finger. Ich hau mir permanent die Finger an, weil ich halte es immer hier irgendwo, wo die Stange ist. Und auch hier hinten. Und dann scheppert mir dieser Wagen hier sowas gegen die Finger. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben hier diese Lager, im Endeffekt die gleichen wie hier. Die sind ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, die haben auch so eine Schutzfolie drauf und irgendwas Metallenes. Das haben die hier nicht. Sind die jetzt besser? Sind die schlechter? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall auf der Seite zwei und auf der anderen Seite zwei. Und wir werden auf einer Seite das machen, einfädeln und dann auf der anderen Seite bauen. Und hierfür brauchen wir die Unterlegscheiben, die 1,25 verzinkt, 5,3 mm. Und die Sechskantschrauben, die 933 8,8 M5x20, das ist wichtig, M5x20. Und dann schrauben wir einmal auf der Seite die Dinger hin. Auch hier nicht meine Idee, hier folge ich der Empfehlung vom Onkel. Und ich schraube die jetzt nur leicht an, also noch nicht hier volle Möhre, denn so habe ich die Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen besser aufzufädeln. Wenn die noch ein bisschen Spiel haben, festgeschraubt sind sie sofort. Ich bin bloß gerade am Überlegen, unten oder oben. Na, die Wadenschrauben mache ich mal nach oben. Vielleicht kann mir das ja einer von euch beantworten. Sind die Wadenschrauben da, um irgendwas zu befestigen? Halten die irgendwie das Lager fest? Oder sind die Wadenschrauben so, dass ich die rausdrehen kann zum Schmieren? Für die Wartung sozusagen. Oder kann ich da die Madenschraube reindrehen und muss dann da einen Schmiernippel rein? Oder sollte ich sie lieber einfach ignorieren, die Madenschraube, die da drin ist? Diese hier oben. Vielleicht weiß es ja einer von euch, was bei diesen Linearführungsschienen, was da diese Madenschraube bedeutet. Ich mache sie jetzt auf jeden Fall mal nach oben. Aus rein ästhetischen Gründen schrauben wir die jetzt noch an. Also ich kann es nur empfehlen, wer gerne bastelt,
Hab ein bisschen was für Lego für Fortgeschrittene. Mache ich übrigens auch gerne. Hier und da. Ungefähr so ist es. Aber das ist eindeutig 18 plus. Ja. Ich habe es jetzt mal ganz leicht handfest angezogen. Geklemmt hier irgendwie. Die dann nachher ganz reingeht. Also jetzt hebe ich das mal auf die eine Seite auf das Ding und dann schrauben wir die anderen zwei Klötzen auf der anderen Seite an. Und ich drehe euch gerade nochmal rum. Wir werden uns dann weiterhin wahrscheinlich eher da drüben bewegen, außer wir müssen für das Portal hier oben wahnsinnig viel an dem Tisch machen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Und wieder die Finger. Dieses Teil macht mich fertig. Ah ja, da müssen wir ja auch noch drüber. Ah, geht. So. Oh. Der letzte will nicht. Warum? Höher, tiefer, weiter links, weiter rechts. So, jetzt dann. Ha. Schon verspielt. Holen wir gerade auch die anderen Teile und dann schrauben wir das auch mal grob daher. Soweit, so gut. Für euch mit Vorspulen und Schnelllaufen natürlich nur ein Wimpernschlag und ihr denkt euch, jetzt hört der schon wieder auf. Für mich war das ein bisschen länger, könnt ihr euch vorstellen, aber ich muss sagen, ich bin so happy. Tagwerk auf jeden Fall geschafft. Ja, da kann man weitermachen. Kann mich gar nicht anlehnen. Gefällt mir absolut super. Da können wir jetzt bald weitermachen. Die letzten Teile sind eingetroffen im Übrigen und sind auch schon am Eintrudeln. Das heißt, es wird mit Sicherheit nicht lange dauern. Es kribbelt mich in den Fingern. Die muss laufen. Es muss weitergehen und von dem her, das wird es auf jeden Fall. Bis jetzt bin ich auf jeden Fall mal top zufrieden damit. Also Aufbau super einfach, super stabil. Da wackelt nichts. Schraubt die jetzt dann unten noch an den Tisch und dann steht die. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr das auch so feiert, dass die Fräse Formen annimmt, dann lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!